Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mit einem ganz klaren Bekenntnis zu Europa starten. Ich bin eine glühende Europäerin und bin sehr stolz darauf, als Europaabgeordnete an diesem Friedensprojekt, an diesem europäischen Lebensmodell mitwirken zu dürfen. Wir sollten die Gelegenheit nutzen, um die Rolle Europas als Friedensprojekt wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Putins schreckliche Invasion in der Ukraine hat uns gezeigt, dass Frieden auch in Europa keine Selbstverständlichkeit ist. Ich denke oft an die Menschen in der Ukraine, die so brutal aus ihrem Alltag gerissen wurden und jetzt einem Krieg in ihrem Heimatland ausgesetzt sind. Für mich ist klar, dass wir diese Menschen jetzt unterstützen müssen. Wir spüren die Auswirkungen von Putins schrecklicher Invasion, aber auch tagtäglich bei uns zu Hause. Die rapid gestiegenen Energiepreise haben eine Teuerungswelle ausgelöst, die uns allen zu schaffen macht. Es ist das Gebot der Stunde, dass wir die sozialen Auswirkungen dieser von Russland verschuldeten Krise bestmöglich abfedern. Ich bin froh, dass die Bundesregierung unter Bundeskanzler Nehammer eines der europaweit umfassendsten Anti-Teuerungspakete auf den Weg gebracht hat, um die Teuerung für die Österreicherinnen und Österreicher abzufedern. Der österreichische Weg muss hier europaweit ein Beispiel werden. Ja, wir sind aktuell mit ganz großen Herausforderungen konfrontiert. Doch gemeinsam werden wir auch diese Probleme meistern. Aber dabei müssen wir alle mitnehmen. Kein Mensch, keine Familie, keine Gemeinde, keine Region darf auf unserem europäischen Weg zurückgelassen werden. Dafür brauchen wir starke, florierende Regionen, einen vitalen ländlichen Raum als Basis für eine lebens- und liebenswerte Zukunft für uns und unsere Folgegenerationen und eine breit aufgestellte Landwirtschaft, bäuerliche Familienbetriebe, die uns jeden Tag den Tisch decken und trotz den zahlreichen Herausforderungen für unsere Lebensmittelversorgungssicherheit im Einsatz sind. Wir wollen, können und müssen gestärkt aus der aktuellen Krise hervorgehen. Gemeinsam und wie immer in Vielfalt geeint.